So, wir befinden uns nun im Finale des dritten Cups der ESL Pro Series, und zwar der Wintersaison. Die Spieler bzw. die Teams lauten Nfacuity gegen Noneed Orga. Zwei sehr erfahrene Teams, die sich hier in diesem dritten Cup auf jeden Fall durchgeprügelt haben und das mit Erfolg. Die Teams sehen ja so ein bisschen irritierend aus. Einerseits kam ein Kasadin durch, den haben wir fast immer gebannt gesehen. Und wir sehen auf der Seite von Noneed Orga, die ohnehin sehr, sehr unterschiedliche bzw. sehr irritierende Picks für den einen oder anderen durchführen. Und zwar haben wir eine Shyvana auf der Top-Lane, wahrscheinlich auf der Top-Lane, und einen Quinn in der Mitte. Was denkst du, wie kann sich Quinn gegen Kasadin behaupten? Quinn ist ein sehr spezieller Champ. Sie wurde eigentlich, ich glaube, dafür ausgelegt, ein ADC zu sein. Mit ihrer Ulti wird das so ein bisschen negiert, denn mit ihrer Ulti muss sie in die Nahkampf-Range und muss somit als ADC neben zwei, drei, vier Gegnern stehen, und das möchte man ja eigentlich nicht. Aber in höheren Divisionen werden immer mal wieder komische Picks auf bestimmten Lanes genommen, um einfach den Gegner aus dem Konzept zu bringen, denn ich glaube nicht, ich glaube, dass No Way For You nicht oft gegen eine Quinn in der Mitte spielt. Genau, er muss natürlich schauen, er basiert ja massiv auf einem hohen Burst-Damage. Und wir haben schon in der Champion Selection besprochen, dass, weil es der Burst überlebt werden sollte oder auch das Silence auf den Quinn ist, ihm würde es wenig interessieren. Sicherlich kann er dann seinen Blind nicht setzen, wird aber, glaube ich, wenig effizient gegen den Kasadin sein. Aber er landet ganz einfach Auto-Attacks. Und sollte er auf Lifesteal gehen, kann er da auf jeden Fall den Burst-Damage so ein bisschen kompensieren. Ist ja auch sehr dreist mit der Dorans Klinge unterwegs. Also ich denke, er wird schon so ein bisschen den Fight suchen. Und ich werde hier schon mal ein bisschen die Champions ordnen, damit ihr auch die Möglichkeit habt zu sehen, wer wem gegenübersteht und auch den Farm für euch selbst vergleichen könnt. Dass sich Faculty sehr, sehr weit verteilt, Shyvana ganz auf der Toplane. Sona platziert einen Ward im Busch, einen kleinen Baum, um hier zu scouten, ob man vielleicht den Red Buff invade, um allgemein einfach Vision zu geben, wenn man rotiert, wenn man im gegnerischen Jungle irgendwas machen möchte. Varus blockiert hier den Path zum Blue Buff. Jetzt wird sich ein bisschen gegroupt. Man hat einfach die Wards platziert, die Vision down bekommen. Sieht hier überall die kleinen Bäume, die hier rumstehen. Rundet von Bäumen, geben einem Vision von Bäumen. Kannst du mir nochmal ganz schnell sagen, in welcher Sekunde du dich befindest? Ich bin jetzt bei 1,20. Doch, wir sind, glaube ich, gleich. Alles klar, perfekt. Gut, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Manchmal müssen wir das Ganze einfach abgleichen, damit das Commentary flüssig läuft. Ich habe jetzt einen sehr witzigen Kommentar in dem Chat gelesen, und zwar: Keine Pause, what the fuck? Und es stimmt. Stimmt. Wir haben ohne Pause begonnen. What the Normalerweise war das ja immer so der Standard. Diesmal läuft alles flüssig ab. Das ist super. Das heißt, wir können hier munter weiter kommentieren. Wir sehen jetzt das Wardplacement auf jeden Fall von beiden Teams sehr energisch, wobei ich sagen muss, dass Noneed Orga da auf jeden Fall tiefer in das gegnerische Gefilde eindringt und somit natürlich dann für eine gute Sicht für sich selbst sorgt, damit sie ganz einfach wissen, alles klar. Elise ist natürlich ein absolut tödlicher Ganker, und wie gesagt, die Schadensspitzen erreicht sie da schon ziemlich früh, und da sollte man gefeit vor sein. Sehen schon Quinn mit einer einzigen Combo schafft es hier, den Kasadin auf halbe HP zu drücken. Mal sehen, ich glaube, die Laning Phase wird Quinn ganz gut gefallen. Ich bin interessiert, wie sie dann die späteren Teamfights für sich entscheiden will. Wieder eine Combo auf den Kasadin, nur noch ein Drittel Leben. Also sie macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kasadin hat das Problem, er muss mit Auto-Attacks farmen oder seine Fähigkeiten einsetzen, und die kosten sehr viel Mana. Und er ist vor allem Nahkämpfer, und Quinn macht das hier sehr schön. Sie benutzt ihren Harrier. Ihr Harrier ist ihre Passive, mit der sie alle paar Sekunden ein bestimmtes Ziel markiert, und wenn sie dann einen Auto-Hit auf dieses Ziel landet, macht dieser erhöhten Schaden, und wenn sie ihren Vault benutzt, kriegt dieser Gegner automatisch die Passive, und damit kann sie sehr, sehr schön harassen, denn Kasadin ist ein Nahkampf-Champ, wie du bereits erwähnt hast. Muss er entweder mit Fähigkeiten farmen oder gar nicht. Da könnte auch der Blind ein bisschen nervig sein, denn wenn man mal Last Hit möchte und dann kriegt man so einen Vogel ins Gesicht und kriegt keine Last Hits, dann kann das schon sein, dass man da relativ schnell genervt wird und man somit auch relativ viel CS verlieren kann oder könnte. Sehen Sie, dass die Botlane immer versuchen, sich gegenseitig zu harassen. Ist aber noch sehr, sehr ausgeglichen, wobei hier der Varus wirklich massiv farmt. Hat jetzt auch einen kleinen Vorsprung in den Core gegeben über, wobei er noch eine etwas größere Wave hat. Cypher trifft hier noch nicht ganz so weit. Oh, wir sehen hier einen kleinen Fight zwischen den Jungler. Atox ist natürlich mit seiner Passiven so ein bisschen im Vorteil. Beide werden aber nicht weiterkämpfen. Quinn war es schon so ein bisschen auf dem Weg, um da zu helfen. Vielleicht hätte man sogar wirklich den Engage weiter wagen können, denn Atox wäre ohnehin wiederbelebt worden.
Quinn hat sich aber dagegen geschickt. Stattdessen wird hier der Varus engaged, kann sich aber massiv wehren gegen den Corki. Er hat zwar seine Barrier nicht verbraucht, wie es der Varus getan hat, trotzdem wird er, denke ich, die Lane nicht länger behalten können. Jetzt sehen wir schon, dass hier das erste Flash provoziert wurde. Der Cocoon von der Elise natürlich sehr bedrohlich, hat eine 1140er Range, was sehr, sehr viel ist. Das heißt, das Flash wird auf jeden Fall nötig. Stimmt, wäre Quinn da gestunt geworden, sehr ist schlecht für sie aus. Sie hat im Early Game noch keinen guten Escape Skill bis oder ab Level 6, kann sich dann zu einem kleinen Vogel transformieren und kriegt dadurch erhöhten Movement Speed. Ihre Spells ändern sich geringfügig und damit kann sie Ganks sehr, oder nicht sehr schön, aber damit kann sie Ganks entkommen, wenn man kein CC bekommt, denn CC, sehr CC anfällig, sie hat keinen großen Gap Closer. Das Einzige, was sie halt hat, ist ihr Movement Speed. Und wenn man sie dann stunt, snared, feared, was auch immer, bringt ihr der Movement Speed nichts, denn der Movement Speed wird immer geringer über die Zeit, die der Vogelform ist. Genau, außerdem tun die da Autotext ebenfalls nicht gut, was ihre Geschwindigkeit angeht. Aber auf Level 6 sind wir noch so ein bisschen entfernt. Jax kann sich hier wirklich gut gegen die Shyvana behaupten, hat sie auf jeden Fall so ein bisschen schon outfarmed. Das ist keine bedrohliche Menge, aber sie traut sich nicht weiter vor. Hat wirklich schon viel Leben verloren und eher trotz des normalen Regenerations-Items, hat zwar den einen oder anderen Pot dabei, da auf jeden Fall im Vorteil. Jetzt wird, glaube ich, Aatrox eventuell seine Passive verlieren. Muss da schauen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger, gerade zum Tower-Dive ist es hervorragend. Varus jetzt schon wieder festgehalten. Kriegt ihr richtig viel Schaden ab. Kann schon mal ein bisschen Flash. Ebenfalls noch draußen. Ignite jetzt auf der Tyra. Oh, gut gemacht. First Blood für die Soda. Das Q. Ein absolutes Monster-Q. Eine riesen Reichweite. Gut gemacht. First Blood nun für den Supporter. Aber der Varus hat sogar noch den Assist bekommen. Hat zwar keine Summoner-Spells mehr, aber mit Corki sieht es da ebenfalls nicht günstig aus. Er hat zwar noch das Flash, aber die Barrier zum Baiten wird er nicht mehr benutzen können aufgrund der Situation zuvor. Hat Sona sehr schön abgeschätzt. Sie hat sich gedacht, okay, wie viel Damage können die machen? Kriege ich Zarya noch? Okay, ich habe bei Ignite. Meine Q ist gleich wieder da. Das schaffe ich. Hat sich dazu entschieden, Ballsteep einfach stehen zu bleiben. Hat Corki komplett ignoriert und hat sich hiermit das First Blood geholt. Quasi fast im Alleingang. Und das gibt jetzt No Need Orga. Einen 500 Gold Vorsprung, den man vielleicht noch zu einem etwas größeren Vorsprung ausbauen kann, wenn man es richtig anstellt. Großer Vorteil war natürlich, oh, wurde gar nicht abgebrochen. Ha, Kasselin hat den Schaden noch in der Mitte bekommen, aber der Port ist trotzdem durchgegangen. Jetzt geht hier der Jax rein. Aatrox hat darauf nur so gewartet, ist aber einfach zwei Level behind, geht aber trotzdem rein in den Fight. Kann aber, denke ich, den Jax nur noch nicht mal richtig vertreiben. Ich glaube, er setzt noch so ein bisschen auf seine große Minion-Wave. Shyvana mittlerweile Level 6, also mit ihrer Ulti kann sie da auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da nochmal auf der Top-Lane versuchen zu engagen. Oh, doch, der Jax ist hier auf jeden Fall ja, so ein bisschen attraktiv. Aber wird sich, denke ich, zurückziehen. Shyvana kann er nochmal in aller Ruhe farmen und diesen Nachteil irgendwie ausgleichen. Auf der Botlane wird gerade hier ein Gank vorbereitet. Ping Ward in den Tri-Bush versucht hier einen kleinen Gank für Elise vorzubereiten. Und war eben ist die Frage, weiß man, dass der erste Busch von Infecrity gewardet ist? Sonst würde man wahrscheinlich einen Lane-Gank versuchen, denn man sieht hier im River den Ward im Busch, das heißt, man ist relativ sicher vor einem Elise-Gank, denn man sieht sie von weitem ankommen und dann springt sie jetzt in die Luft, denn ihr Repel hat zwar eine hohe Range, aber sie ist auch nicht riesig. Okay, wir sehen jetzt hier das Corki. Ich glaube, in deinem Ton hat gerade was nicht stimmt. Kannst du noch einen? Okay. Dann werde ich mal ganz kurz ein bisschen Test reden. Okay, jetzt hat es wieder funktioniert. Okay. Deine letzte Silbe wurde einfach nur verschluckt. Ist aber gar nicht so tragisch. Wir sehen jetzt hier, dass die Botlane versucht, so ein bisschen noch den Farmvorteil zu erhöhen. Corki, der auf jeden Fall den Varus etwas voraus hat, aber auch die Minion Wave noch auf seiner Seite. Und bezogen auf das Itembild hat sich Varus sehr früh für die Berserker-Schuhe entschieden, anstatt irgendwie noch auf ein weiteres Doran zu gehen. Finde ich interessant. Sicherlich hat er keinen so guten Escape und benutzt, denke ich, seine Boots ebenfalls, um so ein bisschen dem Anwurzeln von der Zyra zu entgehen, damit er die CC da nicht abbekommt. Denn das ist ja das größte Problem. Davon provoziert sie ja am meisten, wenn sie es schafft, die Pflanzen unter ihm zu platzieren, während er festgehalten ist. Und er wird ja auch gegebenenfalls noch davon geslowt. Außerdem kriegt er dadurch ja die Attack Speed, was es ihm ermöglicht, seine Blighting Kurve auf dem Gegner zu stacken und somit schneller mehr Schaden hinzuzufügen. Denn durch den Blighting Kurve werden Spells oder haben Spells einen erhöhten Damage, wenn man dieses Ziel trifft. Und da man nicht genug Geld hat für ein Early Attack Damage Item, hat er sich dafür entschieden, ja, dann stack ich halt ein bisschen schneller und mach trotzdem Damage.
Meat Orga schnappt sich währenddessen den Drake ohne Probleme. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man einen Quinn in der Midlane hat, weil er ganz einfach sehr, sehr viel Schaden am Drake macht. Wesentlich mehr, als sein Caster tun würde, weil die Auto-Takes natürlich entsprechend wehtun. Gut getimed. Meat Orga schnappt sich somit das erste Objekt. Haben jetzt knapp 1500 Gold Vorsprung. Und das wird, denke ich, auch ein kleiner Vorteil für die sein, weil killtechnisch ist es halt noch sehr, sehr verhalten. Genau, bisher ein Kill nach ca. 9 Minuten. Ist sogar noch relativ viel, wenn man es vergleicht mit der LCS, wo nach 12 Minuten noch nicht mal sich einer angekratzt hat. Aber wir befinden uns hier nicht auf dem Niveau der LCS, auch auf einem hohen Niveau, aber nicht ganz so hoch. Und wir sehen, dass sich kurz auf das bisschen auf das Itembild bezogen, sich Quinn ein Bild, was er Cutlass gekauft hat, was ihr Attack Damage gibt, was ihr Lifesteal gibt und was ihr einen Slow gibt, denn sie ist relativ CC-arm. Sie hat den kleinen Knockback von ihrem Vault und das war's. Deswegen ist ein sehr schlauer Kauf, denn ein bisschen Utility kann jeder gebrauchen. Zumal ja auch der gute Sustain durchkommt. Jax wird hier so ein bisschen gesittet, also die versuchen immer wieder, ihm irgendwie das Leben schwer zu machen. Er ist aber trotzdem noch vom Farm her im Vorteil. Varus wird jetzt hier ein schönes Crescendo, um hier die Tyro so ein bisschen aufzuhalten. Aber Kogi konnte das ganz gut durch. Eine Rakete ging jetzt leider daneben. Hätte aber, glaube ich, auch nicht zum Kill geführt. Trotzdem ein riesengroßer Vorteil für das Team von Integrity. Weil nun können sie Schaden am Tower anrichten. Und das wichtige Crescendo ist ganz einfach draußen. Sicherlich ist Cyrus Ulti auch in der Lage, offensiv eingesetzt zu werden. Ich denke aber, dass das Crescendo etwas kräftiger ist und auch einen entsprechend hohen Cooldown. Jetzt versuchen hier auf Quinn zu engagieren. Er konnte aber noch in seine ultimative Form erreichen, musste aber trotzdem wegflashen. Wie gesagt, der Speedbuff wird halt stark reduziert, wenn man Auto-Attacks abbekommt. Muss also trotzdem den wichtigen Summoner-Spell trotz der Ulti verbrauchen und Atrox konnte da ebenfalls nicht dazukommen, irgendwie zu helfen. Genau, um nochmal ganz kurz auf das Sona Crescendo zurückzukommen. Sona Crescendo ist natürlich insofern besser, dass es sofort stunt. Es gibt einem sofort die CC. Man muss nicht auf den Knocker warten, wie man es bei Zyra's Ulti machen muss. Man muss sie ja quasi erst platzieren, man muss sie erst pflanzen, bis sie gedeiht und Leute hochwirft. Und man sieht hier, dass Shyvana und Jax sich battlen. Toplane wird hier ein bisschen gebattelt. Sehr knappe Geschichte. Ach, schade. Sie hat noch versucht, den Auto-Tag sich hochzuheilen. Beide Ignites haben dann zum Tod geführt. Der ist ja schönes 1-1. In der Drake-Form hat hier Shyvana trotzdem nicht ganz gewinnen können. Jetzt halt die Frage, wer mehr von dem Kill profitiert. Wir sehen jetzt hier, dass ein bisschen auf die Sona engaged. Sie kann aber noch rausweichen. Repel kommt jetzt aber noch dazu. Gut gemacht von dem Varus, dass er noch Slowball. Sie hielt sich sogar noch einmal ganz kurz. Reicht aber nicht aus. Und Varus macht aber auch nicht weiter. Wäre zu gefährlich gewesen. Ich denke, der Cocoon wäre in wenigen Momenten wieder zur Verfügung gewesen. Crescendo wäre jetzt super hilfreich gewesen, aber zu der Situation zuvor war es natürlich ebenfalls lebenswichtig. Da sieht man schon, wie stark diese Early Game ist. Sie hat natürlich einen sehr, sehr hohen Early Game Schaden durch ihre Skalierung. Sie skaliert ja mit dem Leben des anvisierten Ziels und braucht deswegen im Early und allgemein im ganzen Spiel nicht so viel AP. Man sieht immer wieder, dass sich Elise für den Tanky-Build entscheidet, um einfach dem Team ein Tank zu sein, denn sie macht auch so genug Damage, um ganz kurz. Oh, wow, es verliert ja sehr viel im Repel. Ist ebenfalls auch eine schöne Barrier, um den Schaden noch zu entgehen. Und die Minions helfen auf jeden Fall, sie zu blocken. Schön gemacht. Beide flashen, aber das wird sehr, sehr gefährlich. Crescendo kommt durch und ein Autoteig reicht aus. Problem war, der Varus hat keinen Assist erhalten und. Oh Gott. Die Zyra. Hier kommt hier wirklich noch gerade noch so. Das war eine ganz enge Kiste. Aber der Quinn, beziehungsweise die Quinn. Wird jetzt wahrscheinlich in den Wallow Super Modus gehen. Scout ihn mal. Schön, ich glaube, er wird jetzt beide mit der Ulti executen. Zack. Kein Problem für ihn. Einmal, das Witzige ist, einmal in seiner Quinn-Form und einmal in seiner Wallow-Form hat er einen Kill geholt. Sehr, sehr schön von der Animation her. Sehr schön gemacht. Sie hat mit ihrer Ulti, mit ihrem Tag-Team, hat sie die Zyra-Ulti geblockt. Sie ist ganz knapp am Rand vorbeigeflogen und konnte sich somit einen Kill holen. Sie wären wahrscheinlich sowieso gestorben, aber. Micro Mechanics for the win und wir haben eine Carry-Zone. Das Ding ist natürlich, dass beziehungsweise die Quinn einen riesen Vorteil nicht nur wegen den Kills hat, sondern sie outfarmt ja nach wie vor den Kasadin und er ist ja eigentlich derjenige, der massiv snowboarden muss, wobei er jetzt wirklich massiv auf das Late-Game setzt. Also man sieht, er hat den Katalysator und die Träne am Start, beides Items, die seinen Schaden definitiv nicht erhöhen, aber auf der Lane ihm die Möglichkeit geben, aus einer relativ guten, relativ großen Distanz sicher farmen zu können. Genau, wir sehen hier, dass sich Atrox auf die Toplane begibt. Man möchte den Jax gangen, denn Jax setzt Shyvana schon sehr zu. Muss jetzt hier seine Ulti aktivieren, so ein bisschen, aber im Midlane gibt es ja ebenfalls einen kleinen Weinquin. Verliert ihr wirklich sehr, sehr viel. Versucht ja noch
mit seinem Anspringen so ein bisschen zu bedienen. Oh, schade. Hat es fast noch geschafft, konnte noch die Ulti noch einmal provozieren. Kassim wollte wirklich sicher gehen, dass sein Ignite den Gegner, beziehungsweise er selbst den Gegner noch oben tötet. Jax konnte auf der Top-Lane entkommen. Quinn leider nicht. Gab auch einen kleineren Shutdown, was natürlich dem Kassadin bezogen auf das Gold hilft, denn er wird, denke ich, auf das Zeitalter in geraume Zeit gehen. Und wenn er es auf den Stab der Erzengel schafft, dann wird es, denke ich, für das Team von No Need Organ ein großes Problem geben, weil dann der Burst Damage massiv ansteigt. Genau, wenn man sich auch mal die Items von No Need Organ anschaut, sieht man, dass man hier dreimal Bilgwassers Cutlass sieht und es sieht so aus, als würde man sich dreimal ein Blade of the Ruined King als erstes Item holen. Man hat hier wirklich sehr, sehr viel CC. Shyvana braucht es, sie hat nämlich auch sehr wenig CC, sie ist sehr CC-arm. Das einzige CC, den sie hat, ist ihr Knockback mit ihrer Ulti. Und bei Quinn ist es genau das gleiche, sie ist auch sehr CC-arm. Bei Varus wundert es mich ein bisschen, denn normalerweise kauft man sich mit Varus ja den Blutdürster als erstes, um einfach mit den Spells sehr, sehr viel Schaden rauszudrücken. Aber sie haben bestimmt eine Taktik, warum man sich so kauft. Und die möchte ich auch nicht kritisieren. Ich muss ja dazu sagen, dass Varus ja keinen guten Escape hat und damit ja die Möglichkeit hat, auch wenn die Range dieser Fähigkeit nicht sehr groß ist, bekommt er noch einen Speedbuff und slowt den Gegner, kann also da noch ganz gut entkommen. Und der Proc ist ja auch nicht schlecht, was den Damage-Output angeht, denn wir werden ja auf jeden Fall erleben, dass der Jax, aber auch die Elise etwas tankiger sein werden, womit das Item sich definitiv lohnt. Aber es dreimal zu sehen, also man wird auf jeden Fall jemanden später massiv aussaugen können, wenn man alles auf ihn macht. Sehen jetzt auch das hier und die Elise überhaupt keine Chance hat. Cyber schafft es noch, die Ulti durchzukriegen, aber der Burst Damage kombiniert mit den ganzen Ultimates war natürlich richtig grausam. Und somit wird No Need Orga, denke ich, auch den Drake erneut ohne Probleme machen können. Kassadin ist kurz Richtung Drake gegangen, hat sich dabei dafür entschieden, es nicht mal ansatzweise contesten zu wollen. Ich denke, das Team von No Need Orga gewinnt hier auf jeden Fall aufgrund des globalen Golds. Sicherlich, die Kills sind auch nicht schlecht und sie sind noch nicht auf den richtigen Personen. Sona hat da schon den einen oder anderen verdient bekommen, muss man sagen. Aber auf Quinn steht es sehr, sehr gut. Es ist halt das Problem, dass der Varus diese auf jeden Fall gut gebrauchen kann, weil er massiv mit guten Items skaliert. Jetzt kommt hier noch der Kassadin dazu. Ich denke, er wird sich die Shyvana schnappen. Sie versucht noch wegzuspringen, aber er wurde noch mit hochgeworfen. Zack, Ultimate in den Rücken. Keine Chance, weiterer Kill für Infaculty und das brauchen sie. Das ist super wichtig für sie. Auf den Tower wurde zwar eingerissen, Jax kommt jetzt ebenfalls dazu. Jetzt sehen wir hier überall kleine Kämpfe. Den Atox hat es sofort zerrissen. Die Frage, ob der Kassadin nochmal reingeht. Sein jetzt hier. Muss jetzt aber aufpassen. Red Buff auf Quinn ist unangenehm. Zieht sich auch zurück. Mit der Ultimate kann er natürlich fast jedem Champion entkommen. Da hat man schon gesehen, wie krass der Burst von Kassadin mit einem Item mit den Sorcerer Boots ist. Er hat Aatrox wirklich von 500 Leben auf 0 in 0, nichts gehauen. Und ein kleines Wort noch zu Quinn, die hier versucht auf Kassadin zu engagieren, es aber nicht schafft. Quinn, mir gefällt Quinns Verhalten. Sie roamt wirklich sehr viel. Sie benutzt ihre Mobilität wirklich aus. Und dieser Sprung hat super viel Schaden gemacht. Keine Chance. Das war gerade unglaublich schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass sie aus so einer hohen Range den Jax noch anspringen kann. Auch Kassadin sollte sich hüten, diesen Busch zu face-checken. Gut gemacht. Also Quinn, wie gesagt, ungewöhnlicher Pick und macht seine Sache gut. Er roamt oder sie roamt viel und outfarmt sogar noch den Kassadin. Ungewöhnlich. Das stimmt, sie ist wirklich sehr, sehr stark. Anscheinend, also man kann nicht sagen, dass sie Quinn zum ersten Mal... Ich glaube, das war's. Ja, das ist überschätzt. Da hat sie sich wirklich überschätzt. Aber man, was ich noch mal sagen wollte, genau, Quinn wird auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gespielt. Sie hat wirklich sehr viel Ahnung von Quinn, benutzt ihre Mobilität zum oder zieht sehr viele Vorteile aus der Mobilität, gankt andere Lanes, hilft anderen Lanes aus, was auch nötig ist, denn wenn man sich mal die Botlane anschaut, wurde die Botlane von No Need Orga früher heruntergerissen als die von Infaculty. Macht aber auch Sinn bei einer Corki-Zyra-Kombo, ist eine sehr, sehr starke Push-Lane. Deswegen hat man sich sehr wahrscheinlich auch für die Zone entschieden, dass sie sehr gut gegen Kill- und Poke-Lanes haushalten kann. Jetzt wird ja noch die eine oder andere Wards geklärt. Ich finde es immer interessant, dass man Pink-Wards trotz Orakel tonnenweise mit dem Long-Range-Crescendo und kriegt hier noch die Zyra zu fassen. Auch Varus kriegt hier den Kill. Sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig für ihn. Corki muss da aufpassen, dass er da nicht zu cocky, nicht zu deep reingeht. Oh, das erste Blade of the Ruined King wurde jetzt schon eingesetzt. Drei Stück haben wir insgesamt zur Auswahl. Corki mittlerweile sehr, sehr low. Ich frage mich, ob der Varus da noch den Kill bekommt. Shuttern auf jeden Fall auf den Kassadin. Durch die Quinn die Frage. Nee, Corki hat zwar kein Mana, kommt aber noch weg. Piercing Arrow trifft nicht ganz sein Ziel. Aber die Blade of the Ruined King sind auf jeden Fall super nervig.
wenn jeder Champion quasi noch eine fünfte Fähigkeit und vor allem eine CC-Fähigkeit mitbringt, sehen Sie auch, dass Shyvana da am Start hat jetzt wieder das erneute Blade of the Rune King auf die, aktiviert, um hier ein bisschen den Slow zu brocken. Jax versucht dann noch wegzuspringen. Die Frage ist, kann sie nochmal ihren Speedbuff aktivieren? 4 Sekunden ist das noch auf Kulan. Sie wird am Tower fighten wollen, sollte aber aufpassen, wenn sie jetzt so lange noch gestunt wird, wird es ja gefährlich. Der Tower richtet ja immer mehr Schaden an, je länger er auf ein gleiches oder auf dasselbe Ziel schießt. Aber er zieht sich zurück und der Tower wird Nunit Orga gehören. Noch das Potenziality Jax zu 101. Ihre Ulti gleicht Jax auf eine bestimmte Weise. Und zwar kriegt sie, wenn sie ihre Ulti aktiviert, erhöhte Armor und Magic Resist Werte. Und dadurch kann sie Jax 101. Und mir gefällt hier auch wirklich sehr, dass Shyvana wirklich das 101 sucht. Sie will nicht Jax anfangen lassen, dass Jax sie die ganze Zeit zu Tode haut, dass Jax sie anspringt, sie stunt. Shyvana sucht hier den Fight und zieht daraus Vorteile. Genau, weil zurzeit ist sie da noch ein bisschen benachteiligt. Was sie richtig gemacht hat, war den Tower einzureißen, weil zurzeit ist sie von dem Farm her ein bisschen behind und muss jetzt halt schauen, dass sie da noch irgendwie versucht, jetzt ihren Roam, den sie auf jeden Fall durchziehen muss, weil die Lane wird jetzt der Jax so ein bisschen auf seiner Seite erstmal behalten wollen. Schnappt sich auch den Red Buff, finde ich auch eine gute Wahl, weil sie verfügt über fast gar keine CC, lediglich die Dragon Form oder die Mutation in den Dragon kann die Gegner so ein Stück weit zurückwerfen, ist aber nicht die kräftigste. Für einen Engage super, aber danach folgt halt nicht. Jetzt sehen wir so einen kleineren Fight, der ausbricht. Schöne Zyra Ulti, wirft hier wirklich sehr viele Leute hoch. Zyra kann ja natürlich dann so ein bisschen für CC sorgen. Immer wieder aus der hinteren Seite raus. Atrox fällt hier auf jeden Fall. Shyvana verabschiedet trotzdem. Ich dachte, sie überlebt das Ganze. Doppelkill nun für den Koki. Mit dem Red Buff auf jeden Fall gut dabei. Repel kann leider nicht connecten. Doppelkill für das Team von Infaculty. Das war ein etwas irritierender Fight, dass man in dieser Engstucht den Kampf wirklich gesucht hat. Die Frage, ob Quinn noch den Kill bekommt. Oh, stark gemacht von dem Jax. Dieser Propeller war auf jeden Fall super wichtig, um den Auto-Attack zu dodgen. Hat leider nicht ganz ausgereicht. Die Knight ist ein bisschen gemein so. Aber, ja, stark gemacht. Also die beiden Teams nehmen sich auf jeden Fall nichts. Finde ich sehr, sehr schön. Trotzdem noch der globale Goldvorteil für Nunit Orga. Und da muss Infaculty mithalten. Genau, Zyra hat auch in diesem Fall einen großen dazu beigetragen, denn Zyras Ulti lag da und Shyvana hat ihre Ulti, ihre Dragonform gepoppt und genau in dem Moment, als sie gerade 3 Gegner nach hinten werfen wollte, was dem eigenen Team den Disengage hätte ermöglichen können, wurde sie hochgeworfen, sehr schön gemacht von Zyra, da kam direkt das Entangle hinterher und Zyra hat hier wirklich ihrem Team mehr Kills gegeben, als man sich aus dieser Situation eigentlich hätte holen können. Genau, das Nerkop war absolut göttlich und gut platziert. Sicherlich, assist-technisch ist sie da nicht gesegnet, aber das ist gar nicht so tragisch, denn jetzt geht ja darum, dass das gesamte Team in irgendeiner Form die Sache gut macht. Jetzt wird hier der Blue-Buff sogar an den Varus abgegeben. Quinn ist da anscheinend überhaupt nicht vonnöten. Natürlich kann man den Piercing Arrow dadurch so ein bisschen mehr spammen. Jetzt wird hier versucht, in irgendeiner Form den Dragon zu contesten. Natürlich ein großes Problem für den Varus, der mittlerweile sehr, sehr low wurde, da ein bisschen vertrieben. Auf Quinn geht jetzt sehr ein schönes Crescendo, trifft den Koki und den Kaselin gleichzeitig, aber der Burst Damage von ihm ist sehr, sehr hoch. Atrox versucht dann noch ein bisschen auf den Support und sie hat auch keine Passive, wird jetzt ebenfalls auch gefinisht. Auch Koki kann hier sich mittlerweile noch die Sona schnappen. Die Frage ist, ob man eventuell sich noch auf die Shyvana oder auf den Tower stürzen wird. Die selber kann ihn wahrscheinlich nicht verteidigen. Er wirklich hier nur noch mit sehr, sehr wenig Leben vorhanden. Schöner Fight für das Team von den Faculty. Sie kommen jetzt von den Kills her zurück. Und auch das globale Gold sieht langsam wieder besser aus. Das stimmt, das globale Gold wendet sich immer mehr auf die Seite von Infaculty. Und Jax hat es auch hier sehr schön gemacht. Er hat Quinn fast komplett aus dem Fight rausgenommen. Kurz nachdem Quinn sich auf die Zyra geworfen hat, ist Jax direkt auf die Quinn drauf, hat sie aus dem Fight rausgedrückt, zusammen mit Cassidy haben sie dann Quinn erledigt und hatten dann den Spielervorteil. Jax spielt hier wirklich sehr gut, obwohl man sagen muss, dass er im Early ein bisschen behind war, wenn man es mit dem Team vergleicht und mit den Spielen zuvor. Aber Jax macht hier sein Ding gut und Cassidy hat 4-1, obwohl er im Early Game wirklich sehr behind war. Richtig, und vor allem der hohe Burst Damage, der langsam mit dem Zeitalter und den entsprechenden Boots auch entsteht, ist natürlich unangenehm und bald würde er auch den Stab der Erzengel komplementieren können und dann wird es halt richtig problematisch, weil er kann dann, wenn das Item komplett gestackt ist, ja eben noch ein Schild erzeugen. Jetzt kommt wieder das Bait auf die Rune King, auf die Zyra, schön disengage, weil Jax wird sich jetzt ein bisschen um die Shyvana kümmern können. Korki ja ein bisschen in Bedrängnis, wird hier von Atrox angegriffen, kann sich aber mehr als behaupten. Jetzt kommt ja die Elise noch dazu. Wieder ein weiterer Kill für das Team von den Faculty. Sie halten zusammen und das ist super. Alleine die Zyra gut festgehalten. Jax kam da sofort zu Hilfe und Korki
ist vor allen Dingen auch in dem Geplänkel gut. Aber du hat er gut dagestanden. Und das ist wichtig, dass sich ein AD-Carry so lange mehr oder weniger alleine behaupten kann. Corkins Gatling Gun hat ihm auf jeden Fall dem Killer einen Atrox ermöglicht, denn. Ja, kein Engage von Varus. Denn Corkins Gatling ist Gun draußen. Piercing Arrow Treffer. Oh, Crescendo kommt jetzt hier noch rein. Jetzt natürlich sofort ein Doppelkill für unseren Quinn. Es ist ja die Frage, ob der Varus da noch weiter kämpfen kann. Er sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Hat jetzt hier seine Barrier am Start. Wurde aber gesagt, jetzt wird es sehr problematisch. Der hier kommt nicht durch. Wieder Doppelkill für den Corkin. Ich glaube, Kassel, die wird kein Problem haben. Hier wird sich noch gegenseitig getauntet. Sehr, sehr schön. Silence ins Gesicht. Keine Chance für das Team von NNO. Gut gemacht. Also sie kommen jetzt hier wunderschön zurück, obwohl es kurz so aussah, als wenn der starke Engage durch das Crescendo und vor allem der Follow-up durch den Quinn den Fight entscheidet, aber es hat nicht ausgereicht. Das stimmt, Gorki macht hier seinen Job sehr, sehr gut. Seine Gatling Gun hat ihm aber schon diverse Kills ermöglicht, denn wenn man in der Gatling Gun steht, reduziert sich die Rüstung nach und nach. Und Gorki hat sich wunderschön aus dem Piercing Arrow von Varus rausgeflasht. Und er bietet hier eine sehr, sehr gute Performance. Zusammen mit dem Kassadin zerlegen sie das ganze Team von No Need Orga. Genau, der einzige Vorteil dieses Teams besteht lediglich darin, dass sie noch ihre Tower und die neutralen Objekte zuvor gut gemacht haben. Also goldtechnisch sind wir hier extrem ausgeglichen. Beide Teams haben knapp 37.000 Gold zusammen. Und jetzt werden, glaube ich, die größeren Objekte schon angepinkt. Infaguity setzt hier schon sehr, sehr viele Pink Awards bzw. normale Zeilen. Musst du aufpassen, dass du da keinen verpasst. Schnappt sich da auch noch den nächsten. Und jetzt hat die Frage, der Baron ist immer wieder so ein Kernpunkt, wo man Spiele für sich entscheidet oder gnadenlos auf die Nase fällt. Beide sind, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichen und es kommt darauf an, dass man diese massiven Ultis wie das Crescendo bzw. die Zyro-Ulti gut platziert, um da natürlich einen Vorteil draus zu generieren. Jetzt ist hier die Shyvana auf halb AP, aber Jax hier sehr, sehr mutig, stürzt hier in drei Leute rein. Die Elise noch relativ weit entfernt. Kommt jetzt aber dazu, auch der Kassadin kann ja noch mit seinem Burst Damage viel Schaden zufügen. Eigentlich schon eine ganz gute Vorbereitung bis jetzt, um den Baron zu machen. Und die Orga hat zwar so, die versucht hoch zu sein, aber da hier ist natürlich lächerlich, wenn man es vergleicht, wie viel HP die eigenen Teammitglieder bereits haben. Ja, Quinn wurde hier schön vom Fight abgehalten, aber Quinn poppt die Ulti, sie möchte engagen, das Team ist aber zu weit hin. Oh, geht hier zu dritt rein, oh, der springt hier, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, sehen wir schon, dass die Ulti sofort rausgeht. Cyber kann hier vier Leute hochwerfen, natürlich sehr viel fangen. Korki hat auch eine gute Position, kann immer wieder mit seinen Raketen reinschießen, aber Atom wird hier wieder gewonnen. Und die Frage, ob er sich da im 1 gegen 1 behaupten kann, muss er natürlich schauen, dass er da nicht zu viel HP verliert. Gutes Valkyrie nach links ausgesteuert, wirklich schön gemacht und ich denke, der Drake hat da keine Chance. Doppelkill für Kassadin. Wow, das Positioning schon wieder von Korki. Hat immer wieder Raketen reingeworfen. Und No Need Orga hat da keinen Stich gesehen. Und ich denke auch, das größte Problem, wieso soll eine Queen engagen? Weil sie hat ja die Ulti rausgehauen. Und die Ulti selber profitierte davon, dass jemand nur noch wenig Leben hat. Das heißt, der Execute erfolgte fast gar nicht. Das stimmt, der Execute erfolgte überhaupt nicht. Sie hat es einfach benutzt zum Engagen, da es keine andere Möglichkeit gab. Das Flash von Sona war down. Das Crescendo war zwar ab, aber man konnte kein Flash-Crescendo machen. Das heißt, man konnte keinen Gap closen. Sehr schön gemacht von Quinn. Also der Engage an sich von ihr hat mir gefallen, denn kurz danach kam der Engage von Shyvana. Sie hat drei Leute zurückgeworfen, aber ein 8-1 Kassadin und ein 7-1 Corki. Die hauen so viel Schaden raus. Und man muss bedenken, Kassadin war im Early sehr behind. Er hatte keine Schnitte gegen Quinn. Er konnte nichts machen. Und da sieht man, wie stark dieser Champion einfach snowballen kann. Ein Kill und schon geht's los. Ein weiteres großes Problem war ja außerdem, dass das Team, wie du bereits erwähnt hast, eigentlich ganz gut gefollowt hat. Auch Atrox hat versucht, dann irgendwie noch auf den Corki draufzuspringen. Aber Zyra hat einfach vier Leute hochgeworfen, währenddessen Corki die ganze Zeit reingebaut hat. Und Atrox hat seine Passive verbraucht, bevor er bei Corki war. Und danach hat er ganz einfach mit der Valkyrie das Weite gesucht. Also wirklich richtig, richtig gut executed. Ich denke, sie werden hier noch mit einem Dragon belohnt. Ist ja die Frage, wie sie den Baron im Prinzip noch auskosten. Welche Objekte sie sich als nächstes schnappen. Denn die Top-Lane von No Need Orga steht noch komplett da. Alle Tower sind da noch zur Verfügung. Lediglich die Mid- und die Bot-Lane haben da einen verloren. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie Infaculty sich weiter benimmt. Botlane sah oder sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Man hatte eine riesig große Minion-Wave. Da hat sich langsam eine Mega-Wave aufgebaut von selbst, was man nicht oft sieht. Aber man kann die Mega-Waves quasi auf zwei Wege erzeugen. Entweder sie erzeugt sich selbst oder man tut das selbst. Und die wurde relativ schnell geklärt. Ein 5-Mann-Clear, da hält eine Minion-Wave, egal wie viele Minions sie hat, nicht lange Stand. Top-Lane von No Need Orga pusht aber von selbst. Also da sollte man zumindest einen Spieler hinrotieren,
Sieht aus, als wird das hier Frederico tun. Und somit kann man den Baron-Buff nicht mehr komplett auskosten. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Die Verteilung ist jetzt sehr, sehr, sehr dreist. Also auch Korgi ist jetzt alleine. Man sucht jetzt zu dritt die Mitte, aber kann mit dem Baron-Buff noch nichts richtig anfangen, weil halt die, also speziell die Top-Lane so massiv gepusht wird von den eigenen Minions. Da muss man wirklich schauen, dass man da erstmal noch dagegen hält und sich dann nochmal neu sammelt. Man muss aber bedenken, der Baron-Buff hält nicht ewig und man sollte ihn auskosten, entweder in Form von Fights oder auf jeden Fall von Objekten. Oder dem Fall, eben dem man Split-Push. Man hat ja den Jax, das heißt, man hat ein sehr starkes Split-Push-Potenzial. Man sollte auch langsam versuchen, den Top-Tower einzureißen, denn dieser steht nach einer halben Stunde immer noch und hat fast kein Leben verloren. 100 Leben nach einer halben Stunde. Der Outer Turret, das ist schon sehr, sehr verwunderlich. Da hat man sich nicht so sehr auf Split-Pushen konzentriert, wie man es mit einem Jax eigentlich machen sollte und könnte. So, also wird man jetzt zu viert diesen verfixten Tower endlich einreißen. Und somit hat No Need Orga keine Outer Turrets mehr und damit gleichen sie sich in Towern fast. So, Top Lane wird jetzt natürlich eingerissen, das war vorhersehbar. Kasalin ist derjenige, der Splitpusht. Wird sich jetzt aber zurückporten, denn es sieht so aus, als ob No Need Orga komplett durch die Mitte brechen will. Sie sind da schon sehr, sehr schnell. Minion Wave kommt da schon so gut wie gar nicht hinterher. Das würde das eigene Team kommt natürlich mit dem Homeguard sofort dazu. Also das Team von den Fagotty reagiert da sehr, sehr schnell drauf. Mussten aber dafür leider das Split-Pushen komplett aufgeben. Der Baron-Buff wird, der Red-Buff wird ebenfalls noch gestohlen. Und der Baron-Buff wird nicht eingesetzt. Und das ist das irritierende. No Need Orga windet sich sehr, sehr effektiv drum. Sie haben verteidigt und haben jetzt sogar auf eine sehr irritierende Weise noch Druck aufgebaut. Ja, die Top-Minion-Wave hat auf jeden Fall diesen Baron-Buff fast komplett denied. Man sieht, der läuft in circa 30 Sekunden aus. Und das hat No Need Orga auf... Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass No Need Orga daran schuld war, dass diese riesige Minion-Wave entstanden ist. Das ist wahrscheinlich dem Tower geschuldet. Aber es hat No Need Orga auf jeden Fall geholfen, denn so können sie ein Comeback wagen. Denn 5000 Gold ist ein bisschen was, aber ist auf jeden Fall noch machbar, wie man vorhin bei dem anderen blauen Team gesehen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist gar nicht so tragisch. Entscheidend ist eher, wie man hier auf den Tower einreisen kann. Infinity hat natürlich dann die Möglichkeit, so ein bisschen mit normalen Autotext dagegen zu setzen, aber Corki ist nicht da. Corki ist jetzt derjenige, der versucht, Druck auf den anderen Lanes aufzubauen. Er hat ja natürlich eine starke Escape-Mechanik, hat ja auch selbst das Blade of the Ruined King zur Verfügung. Sieht man, finde ich, gar nicht so häufig. Das irritiert mich total, das im Item-Bild zu sehen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, noch für einen besseren Escape zu sorgen. Und er zieht aber noch keine Aufmerksamkeit auf sich. Das ganze Team von Infinity sucht jetzt nun die Top-Lane auf. Baron-Buff ist natürlich jetzt schon abgelaufen. Also so richtig konnte man ihn nicht nutzen. Und No Need Orga hat das, finde ich, gut gemacht. Die Frage, was jetzt Infinity als nächstes vorhat, also worauf sie sich konzentrieren werden. Objekttechnisch sieht es noch gut aus. Objekttechnisch sind sie auf jeden Fall... vorne? Ja, sie haben einen Tower weniger, aber insgesamt liegen sie vom Gold her vorne. Und um nochmal ganz kurz auf die alte Build zurückzukommen, sieht ihr schon, Shyvana geht hier sehr, sehr, Elise geht hier sehr, sehr tanky, um einfach den Tank darzustellen. Oh, Crescendo hat gerade niemanden getroffen! Super unpraktisch, das hat mich jetzt gerade echt irritiert, vielleicht wollte man den Kasadin da erwischen. Und jetzt, also jetzt muss das Team von den Fagotty auf jeden Fall Druck machen. No Need Orga extrem aufpassen. Ich bin total irritiert, was das Crescendo da jetzt gesucht hat. Barosult hat übrigens auch nicht getroffen. Oh, dieses ebenfalls ist mitgeflogen. Raus. Ja. Oh Gott, das ist natürlich super bitter. Jetzt kann man, natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt nicht massiv divet. Also diven ist trotzdem sehr, sehr schmerzhaft, auch wenn man jetzt über die massiven CC-Ultis nicht verfügt. Sie kommen ja auch nach einer Zeit wieder. Das heißt, man muss jetzt wirklich hier die 1-2 Minuten irgendwie noch den Tower halten, damit man dann wieder CC zur Verfügung hat. Und das Team von Infinity zieht sich auch zurück. Ich denke, sie werden entweder den Baron oder den Drake als nächstes machen. In einer Minute sind sie wieder da. Aber das war schon so ein kleiner Schockmoment. Da muss man schon. Da hat sich wahrscheinlich Infinity kurz gefreut und dann gedacht: Mist, wir können trotzdem nichts machen. Und werden jetzt hier langsam wieder ihren eigenen Jungle so ein bisschen aufsuchen. Und Corki wird noch etwas länger farmen. Denn farmtechnisch ist er noch dem Varus, denke ich, noch massiv voraus. Gerade noch durch die Kills. Hat auch ein ganzes Core-Item mehr. Mal gucken, wie das Ganze wird. In 30 Sekunden spawnt der Baron. Und 3 Sekunden spawnt der Baron, da wird sicherlich ein Fight entstehen und dieser wird, denke ich, das Spiel entscheiden. Wenn man keinen großen Teamfight oder kein großes Zurückpushen des Gegners ermöglicht und den Baron quasi uncontested bekommt, ohne einen
großen Teamfight zu gewinnen. Dann könnte er das Spiel nicht entscheiden, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Baron das nächste Spiel entscheiden wird, denn, wie schon gesagt, Baron ist so ein Knackpunkt, wo man Spiele verliert oder Spiele gewinnt. Und sogar die Teams, die vorne liegen, also jetzt hier in diesem Fall N-Faculty, könnte durch den Baron das Spiel verlieren, denn wir befinden uns in der 33. Minute und da sind die Deathtimer sehr lang. Ich sehe jetzt auch, dass Sona sich sogar noch zurückgeportet hat, auch ein sehr dreister Move, kann man schon fast sagen. Weil das Team N-Faculty hätte vielleicht sogar schon den Baron so ein bisschen starten können, da wäre ihre Ulti nicht da. Aber die Situation zuvor wurde halt trotzdem noch gut überstanden, das heißt Varus mit seiner Chain of Corruption und das Crescendo sind wieder zur Verfügung. Nicht einer der stärksten Teamfight-Ultis, vor allen Dingen, wenn man es vergleicht, dass der AD eine davon zur Verfügung hat. Das war die Frage, wie dann die nächste Situation abläuft. Kassadin ist noch relativ weit weg, aber vom Ward-Placement hat einfach N-Faculty einen riesen Vorteil, was den Baron angeht. Also sehen da wirklich alles. Das war die Frage, wie Nolith Orga darauf reagiert. Varus macht dabei und lässt den Drake alleine. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier das Sinnvollste ist. Baron mittlerweile nur noch auf halber HP. Nolith Orga will ihn anscheinend gar nicht contesten. Das heißt, N-Faculty schnappt sich hier den riesigen Vorteil durch den Baron-Kill. Zwar konnte man den Drake ebenfalls noch als kleine Geldentschädigung auch noch erledigen, aber dieser Buff wird dann natürlich jetzt gefährlich. Man muss dazu sagen, N-Faculty sollte sich trotzdem davor hüten zu diven, alleine schon wegen dem Crescendo und wegen der Chain of Corruption. Genau, das war ein sehr schlauer Call von N-Faculty, denn man hat Varus gesehen, wie er sich zur Botlane bewegt, zum Dragon, wie er den Dragon anfängt. Dann denkt man sich, okay, 5 gegen 4, wir machen den Baron. Und das hat er jetzt auch getan, jetzt wird N-Faculty konstant pushen, die Botlane pusht gleichzeitig mit, der Bot Tower hat zwar noch relativ healthy, aber er wird das auch nicht so lange standhalten und N-Faculty muss mit diesem Baron Buff jetzt etwas anfangen. Ich finde es auch, dass nochmal die Sylvana so ein bisschen zurück muss, hat sehr viel HP voll und das ist halt das Krasse, eine kleine Kombination, alleine schon wegen dem Corki treibt die Spieler von Nolith Orga. Hey, und das ist halt sehr unangenehm, auch der Atrox muss sich jetzt überlegen, ob er bleibt oder zurückgeht. Er ist jetzt zurückgegangen, muss jetzt wieder die Lane aufsuchen und Kassadin kann hier ohne Probleme diesen Tower alleine einreißen. Und mit dem Baron kann man auch hier zu viert die Mitte trotzdem unter Druck setzen. Gerade mit Syra, mit einer sehr starken Disengage-Ulti, ist das absolut kein Problem. Die Frage ist, wie wird man nach und nach den Tower einschätzen? Jetzt hier das erste Valkyrie schon draußen, da muss jetzt hier der Corki aufpassen. Aber der Tower verliert halt immer mehr an Leben und das ist halt so ein bisschen das Bedrohliche. Ein Faculty muss da schauen, dass sie da genug Schaden anrichten können. Und Nolith Orga kann jetzt hier nochmal den Kassadin vertreiben, aber es ist halt immer wieder. Corki kommt kurz rein, macht mit dem Proc auf jeden Fall so ein bisschen Schaden im Turm und irgendwann wird er fallen. Und wenn dieser gefallen ist, hat man mit dem Baron auf jeden Fall einen riesengroßen Vorteil, was das Potenzial angeht, den Fight für sich zu entscheiden. Ich finde jetzt auch, dass man sollte. Man sollte auf jeden Fall versuchen, diesen Tower einzureißen, denn dann steht ein Inhibitor offen und ein offener Inhibitor ist wie ein Geschenk für Jax. Da freut er sich sehr, denn Jax ist einer der Champions, der allgemein Gebäude und Buffs, alles mögliche sehr, sehr schnell einreißen kann mit jedem dritten Schlag, macht er erhöhten Damage und dann ist jetzt der Inhibitor offen. Jax wird sich jetzt freuen, wenn man jetzt nicht weiter pusht, könnte Jax vermutlich die Top ein bisschen zurückpushen. Atrox hier kurz reingesprungen, dann verliert schon mal super 4 HP. Zyro, die trifft aber niemand. Man hat jetzt versucht, noch den Atrox damit zu bekommen. Der hat es jetzt eigentlich schon ganz gut gemacht, hatte zwar einen Flash gebraucht, aber diese Ultimate von Zyra fehlt schon mal. Trotzdem verliert man den Inhibitor, war aber schon ein bisschen abzusehen, wenn man bedenkt, dass hier in Faculty noch den Baron bewaffnet. Man wird sich jetzt hier noch auf die Botlane stürzen. Die Frage, wie viel Schaden man noch dem Tower zufügen kann. Er hat nicht mehr sehr viel HP. Das bedeutet, jetzt kann man schon eine Chain of Corruption. Geht jetzt raus. Elise wird ebenfalls noch von Ulti kommen. Kann aber raus. Repairs natürlich sehr, sehr wichtig. Kann er wirklich noch mal eine andere Zone haben. So ein Corki wird jetzt hier und im Bedrängniskampf steht hier auch mitten im Fight. Verabschiedet ist ebenfalls Quinn. Holt hier auf jeden Fall noch den Kill. Auch Jax ist nicht mehr lange am Leben. Verabschiedet sich ebenfalls. Quinn ist ja absolut auf der Jagd. Boah, wie ist denn das mit passiert? Wie hat er die Seite gerade gewechselt? Das war ein bisschen sehr irritierend gerade. Holy shit. Aber Nolith Orga schlägt ja gnadenlos zurück, 3-0 getradet und nein, Quinn hat keinen Flash verbraucht. Quinn ist einfach über die Wand geflogen wegen dem Flash. Also es ist ja League of Bugs, schon der zweite Bug, den wir gesehen haben, der ja zwar vor uns eine andere Bewegung betroffen hat, aber das war, genau, vor uns war es das Taunt und jetzt fliegt er einfach mit über die Wand. What the fuck? Man kann natürlich auch davon reden, sehr, sehr schönes Timing, aber das würde ich jetzt, glaube ich, nicht erwarten. Ich glaube, das war eher sehr, sehr lucky von Quinn. Und da sieht man, wie stark das Positioning ein Teamfight einfach beeinflussen kann. Corki stand einfach in der Mitte und kam nicht raus. Da hat ihm sein Blade of the Ruined King nicht viel geholfen. Sein Valkyrie war auf Cooldown. Und
wenn man sich nicht gut positioniert, dann verliert man einfach den Teamfight. Und solche kleinen Fehler, obwohl das jetzt schon ein etwas größerer Fehler war, aber solche kleinen Fehler können Spiele einfach komplett entscheiden. Richtig, und diesmal war auch der Cyber Disengage ganz einfach nicht mehr da. Cory wurde so dermaßen in Bedrängnis gebracht, dass er sich fast instant verabschiedet. Und diesmal war auch das Execute von unserer Quinn, beziehungsweise von dem Verlor, extrem praktisch. Das bedeutet, No Need Orca ist hier noch lange nicht raus, haben gegen einen Baron-Buff gewonnen. Und das will auf jeden Fall schon was heißen, weil das Crescendo und die Chain of Corruption haben quasi die Elise getroffen, die aber instant rausrepelled ist. Somit war das schon fast ausgeglichen. Ich denke, die Blade of the Ruined King Massentaktik scheint zu funktionieren. Der Aatrox kann sich das ja ebenfalls noch holen. Es würde ihm auf jeden Fall stehen. Ich würde es ihm auch empfehlen, es zu holen. Denn er hat zurzeit nur 1,2 Attack Speed. Ein bisschen Attack Speed würde ihm auf jeden Fall helfen. Denn er macht ja auch ohne viel Attack Damage Items sehr viel Schaden. Oh, Aatrox geht ja rein. Muss aber denken, er hat ja keine Passive zur Verfügung. Stirbt hier sofort. Das ist natürlich sehr, sehr unnötig. Chain of Corruption kann ja zwar noch einige Leute festhalten, aber Tyra kann ja ganz gut disengagen ohne Probleme. Jetzt geht ja noch der Drake rein. Keine Chance. Varus wird noch mit dem Piercing Arrow getroffen. Quinn und Varus fühlen sich hier noch unglaublich wohl. Varus muss hier ein bisschen raus. Corki jetzt mittlerweile sehr, sehr cocky. Kann da auf jeden Fall noch dazukommen. Quinn versucht jetzt das 1 gegen 1. Ich denke, er wird das reichen. Das bleibt sehr unangenehm für unseren Piloten hier. Halt die Frage, ob man jetzt noch den Tower irgendwie verteidigt. Jax und Elise sind sehr, sehr kräftig. Sollte jetzt eins dann irgendwie durchkommen. War es das? Jetzt wird er, denke ich, angesprungen werden. Kann sich aber noch relativ lange behaupten. Repel ist draußen. Aber Ace für unseren Jax. Das war tödlich. Dieser Cocoon war natürlich sehr, sehr vorausschaubar. Es ist ärgerlich, dass Quinn sich davon hat treffen lassen. Auch sehr schön. Die Aim von Elise, das war wirklich sehr schlau. Dann hat man natürlich sofort auf Quinn. Hat man sich sofort auf Quinn collapsed, hat sie sofort runtergeburst. Und jetzt werden hier Jax und Elise zu zweit die gegnerische Base ein bisschen kaputt kloppen. Man hat noch 5 Sekunden Zeit, bis der Aatrox wiederkommt. 5 Sekunden, bis die Sona wiederkommt. Man zieht sich jetzt auch zurück. Und jetzt sind 2 Inhibitoren tot. Das heißt, man hat auf der Midlane sowie auf der Botlane Super Minions und die Toplane pusht automatisch. Denn wenn ein Inhibitor fällt, kriegen auch die anderen Lanes ein bisschen mehr Attack Damage und einen kleinen Rüstungs- und Magic Resist Buff. Was natürlich, wenn man nur Minions gegen Minions kämpfen lässt, eine Wave stärker pushen lässt. Und jetzt jetzt hat N-Faculty einen großen Vorteil. Der Baron ist auch in 40 Sekunden wieder da und darauf wird man sich bestimmt stürzen und dann versuchen, das Spiel zu beenden. Am irritierendsten, finde ich, war der Engage von Aatrox. Er hat natürlich einen sehr, sehr kräftigen Engage, aber ohne die Passive ist es absolut tödlich, weil er freut sich ja, wenn er viele Fähigkeiten provozieren kann und diese natürlich auf ihm landen und er dann einfach wiedergeboren wird, aber sie hat natürlich einen entsprechenden Cooldown. Fand ich sehr gewagt, um nur, in Anführungszeichen, nur einen äußeren Tower zu halten, weil in der Base verteidigen ist natürlich bei diesen Ultimates wesentlich einfacher. Mal sehen, wie sich der No Need Orca noch rauswinden will, weil mittlerweile 10.000 Gold Abstand und die Items komplementieren. Wir sehen jetzt auch auf einem Jax einen Dornenpanzer, den ich im Challenger-Bereich auf jeden Fall nicht so häufig sehe, muss ich sagen. Dornenpanzer ist nicht irritiert, wenn man bedenkt, dass sie eine Duo-ADC-Komp haben. Wir haben ja Mitte Quinn und auf der Botlane den Varus. Beides starke AD-Champs und die Shyvana geht auch. Sie konzentriert sich auch ein bisschen mehr auf die offensive Seite. Sie hat ca. 200 Attack-Damage. Und ich glaube, der Dornpanzer ist ein schlauer Kauf. Ich finde das Item an sich jetzt nicht so toll. Ich meine, es gibt einem Rüstung und es ermöglicht einem 30% des zugefügten Schaden auf den Gegner zurück zu reflektieren. Aber da fände ich das Randuin schon besser, denn es gibt auch noch Leben. Es gibt gerade mal 30 Rüstung weniger und es gibt einen Debuff, welcher die Attack Speed runterhaut, was bei einem Triple Blade of the Ruined King Sinn machen würde. Oh, jetzt sehen wir hier das. Oh, der Burst auf die Sonax, riesengroß gekuhnt, trifft sogar und jetzt kommt hier noch der Jackson, kann aber noch, die Sonax kann noch kommen, wird aber trotzdem noch getötet, bitter. Die Ulti von Cyber trifft zwar gar keinen, war ein bisschen sehr, sehr defensiv, muss man sagen, aber Sonax verabschiedet sich. Das Ignite war, das Jax konnte sie noch so ein bisschen verbrennen. Da die Frage, ob No Need Orca ohne sie noch verteidigen kann. 45 Sekunden ist sie erst wieder da. Jax kriegt ja schon relativ viel Schaden. Aatrox geht jetzt hier rein. Jetzt wird das natürlich nochmal gefährlich. Diesmal kann er reviven, aber 4 Mann stehen schon bereit, um ihn hier ohne Probleme auszuschalten. Kasalin hier so dermaßen gefeedet. Das heißt, er kann hier wirklich Leute komplett downbursten. Wir haben ja gesehen, dass das Sona quasi auf nur ein Fünftel RP runtergesetzt. Jetzt geht er sogar noch rein, aber mit dem Hourglass schön gebaitet. Das bedeutet, er wird hier auf jeden Fall noch lebend rauskommen. Execute kam ebenfalls nicht ganz durch. Lediglich Elise hat es komplett zerrissen und Jax versucht hier noch weiter zu kämpfen. Flash kam nicht ganz durch. Aber ich denke, das Team von N-Faculty hat hier noch, also der Kassi hat gerade echt knapp überlebt. Aber ich glaube, N-Faculty macht jetzt hier den Laden dicht
und wird jetzt außer noch gewinnen. Außer es kommt die Carry-Sona. Außer Sona kommt jetzt. Double Crescendo mit Q und Ignite. Und Sona reißt das rum, dann zieht. Oh, sie kommt hier an, aber... das Ignite ist sehr gut gemacht. Aber ich glaube, sie wird gegen die Minions hier nicht ankommen. Die machen nämlich auch schon ordentlich Schaden. Supporter gegen Supporter. Todesbattle in der Base von No Need Orga. Aber Tyra hier, der Sieger, und die Minions werden, glaube ich, den Rest erledigen. Drei Super Waves sind hier am Start. Sicherlich in 7 Sekunden kommt hier noch der Aatrox dazu. Mal sehen, ob wir hier eine Expected Tyra sehen. Ob sie da noch irgendwas macht oder ganz einfach nur die Minions ihre Arbeit machen lässt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob sie die Aggro nochmal wechseln werden. Nein, sie gehen hier komplett auf den Nexus. Da kann der arme Aatrox überhaupt nichts machen. GG and Faculty holt sich den Sieg im dritten Cup der ESL Pro Series. Und zwar der Wintersaison. Wir gehen ins Outro.